Also das hier heute ist das Shop-Update für den Monat Juni. In der Werkstatt hat es natürlich wieder mal ein bisschen was getan. Auch nicht monstermäßig viel, aber ein bisschen was. Als erste Neuerung hätte ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt auch auf Instagram aktiv bin. Ich versuche dort einfach regelmäßig Bilder hochzuladen oder vielleicht mal ein kleines Video, je nachdem. Das geht halt einfach relativ schnell und so könnt ihr relativ gut und einfach hier up-to-date bleiben, was ich halt so mache. Ich mache zwar hier auch weiterhin noch diese Shop-Update-Kategorie, aber das ist halt immer so einen Monat verzögert. Das Ganze dauert halt immer so ein bisschen. Würde mich freuen, wenn es noch ein paar Leute gibt, die das Ganze interessiert und die mich dann quasi hier auch auf Instagram abonnieren. Den Namen dazu habe ich euch jetzt hier unten eingeblendet. Außerdem ist jetzt hier diese Y-Achse soweit fertig. Also die... Also wie man sieht, funktioniert das Ganze. Sie fährt von vorne nach hinten, tut das, was sie soll. Aber dazu gibt es am Samstag ein neues Video, wie das alles hier gemacht wurde. Dann habe ich jetzt hier auch noch so Frequenzumrichter. Also das hier ist ein kleiner Frequenzumrichter für meine Drehmaschine. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Der ist jetzt provisorisch angeschlossen. Den werde ich die nächsten Tage noch richtig in die Drehmaschine jetzt einbauen. Und das hier ist der große Wechselrichter. Der ist für den Bandschleifer. Da ist jetzt hier auch schon so ein Potentiometer dran, damit ich die Drehzahl einstellen kann. Der wird nachher fest am Bandschleifer installiert. Dazu kommt auch noch ein Video. Das werde ich kombinieren damit, wenn ich noch das Untergestell baue für den Bandschleifer, dann werde ich auch hier diesen Bandforce-Wechselrichter installieren. Hier mit dieser Fräse hat sich jetzt auch nichts groß getan, aber ich habe mich dazu entschlossen, die Fräse jetzt so wie sie ist auseinanderzubauen. Die meisten Komponenten kann ich einfach weiterverwenden. Also die Tür kann ich in die neue CNC-Fräse einbauen. Das Display werde ich eventuell auch nochmal verwenden. Die Knöpfe, der Schaltschrank kann so wie er ist weiterverwendet werden. Ja, die Achsen, die werde ich separat verkaufen. Die Suna-Spindel hier, die werde ich halt noch separat verkaufen. Und ansonsten habe ich dann quasi, als Verlust ist das quasi wirklich dann nur das Stahlgestell. Daraus werde ich auf jeden Fall mal das Untergestell für meinen Bandschleifer bauen und der Rest Stahl, den werde ich einfach hier auf Seite liegen haben. Da wird sich mit Sicherheit nochmal die eine oder andere Gelegenheit bieten, das Zeug irgendwo zu verwerten. Und außerdem habe ich noch ein paar Sachen auf Flummer gekauft. Das seht ihr jetzt in diesem Einspieler. Also ich habe das letztens in einem Video gesehen bei Philipp Konter. Der geht anscheinend auch viel auf den Flohmarkt, wo er auch irgendwelchen Krempel kauft, was man halt so ganz gut gebrauchen kann. Das mache ich eigentlich auch ganz gern. Man kriegt da viele Sachen einfach super günstig. Also ich habe jetzt hier alles, was in der Kiste ist, ich habe glaube ich insgesamt 20,50 € bezahlt. Ich habe hier einmal so einen Rollentaster, so einen Siemens. Von Siemens ist der. Ist schon ein bisschen älter gebraucht, aber funktioniert natürlich immer noch. Und für 2 € kann man da echt nicht meckern. Dann habe ich hier so eine Kupplung und einen Stecker gekriegt. Die habe ich auch für 2 € gekriegt. Die Kupplung ist hier von Mannekes. Das ist also wirklich schon ein Markengerät. Und hier der Stecker. Also der Stecker hier, das ist so ein Baumarktding, aber die habe ich hier auch schon mehrmals verwendet. Der kostet allein schon 4 € und ich habe für das Ganze hier irgendwie 2 € bezahlt. Also auch ein absolutes Schnäppchen. Dann habe ich hier von Knipex so eine Kneifzange gekauft. Die hat 50 € gekostet. Hat allerdings hier oben so eine Bohrung oder so einen Ausschliff drin. Keine Ahnung, warum er das macht. Aber das macht nichts. Ich habe die gekauft und ich würde mir hier draus ganz gerne so eine Zange basteln, mit der ich die Messer aus dem Härteofen rausholen kann. Also ich werde hier hinten quasi noch ein bisschen die Griffe noch ein bisschen verlängern. So sieht zumindest mal der Plan aus. Und ich denke, für 50 € kann man da nicht viel verkehrt kaufen. Dann habe ich hier noch diverse Messwerkzeuge gekauft. Also das hier von Mauser, so ein Messschieber. Der ist eigentlich ganz witzig. Der hat halt hier vorne die normale Skala, wo man ablesen kann. Hier hinten die Kernloch-Bohrdurchmesser für die metrische Gewinde. Und was er hier unten auch noch hat, das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, das ist irgendwie, also hier steht, es ist so quasi so eine Tabelle, wo man bestimmen kann, wie groß, wie dick ist der Durchmesser von meinem Stahlstab. Und dann rechnen kann man da hinten ablesen quasi, wie viel Kilogramm pro Meter das Zeug wiegt. Also das, oder also hier für Rundmaterial und hier für Vierkantmaterial. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Habe ich vorher auch noch nicht so gesehen. Dann habe ich hier so ein Tiefenmaß mit, also für Innenmaße zu messen. Das ist eigentlich ganz cool, hatte ich auch noch nicht. Und hier noch ein normales Tiefenmaß. Habe ich jetzt eigentlich schon eins, das gut ist oder besser, aber da kann man immer noch ein zweites haben, zum Beispiel eins, das werde ich einfach dann fest an die Bandsäge legen. Wenn man da irgendein Maß einstellen muss, dann geht das viel, viel schneller, als wenn ich immer mein gutes Werkzeug von hier mitnehmen muss. Dann habe ich hier diverse Drehstähle noch. Die sind jetzt für meine Drehmaschine natürlich viel zu groß.
Aber das sind gute Drehsteller, die sind wirklich noch nagelneu. Da ist noch nichts verschlissen. Ich habe, glaube ich, all das, was hier liegt, irgendwie für 10 Euro oder sowas gekriegt. Und da habe ich gedacht, komm, die nimmst du auch noch mit. Irgendwann wirst du dich ärgern, wenn du sie nicht gekauft hast. Da habe ich hier noch zwei 6,8er Bohrer. Die werde ich jetzt hier für die Fräsen noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich, weil ich sehr viele M8er Gewinde schneiden muss. Und gab es für ein paar, ich glaube, 1 Euro oder sowas für die zwei. Da habe ich gedacht, komm, nimmst du auch noch mit. Und das hier war eigentlich ganz witzig. Ich wurde letztens gefragt, was für Gewindeschneider ich verwende, wo ich die eigentlich her habe. Also ich kaufe die meistens irgendwie gebraucht in großen Mengen. Beziehungsweise, was heißt oft, ich habe einmal so eine Kiste mit Gewindeschneidern gekauft. Und da war halt alles drin und doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Aber ich habe jetzt hier wieder so eine Kiste gekauft. Also das ist für das ganze Ding hier, also alles was hier drin ist, habe ich glaube ich 5 Euro bezahlt. Und da war so ein Pack M5 Gewindeschneider. Das sind glaube ich irgendwie 20 Stück. Alles M5, alles von der Firma Protex. Die sind großteils neu, teilweise sind sie natürlich auch gebraucht, aber ich habe jetzt nichts gesehen, wo irgendwo Ecken abgebrochen waren. Also wirklich noch ein sehr guter Zustand. Dann habe ich hier ein Pack Gewindeschneider M6x0,75 ist das hier. Also quasi ein Feingewindeschneider. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die werde ich vielleicht bei eBay verkaufen oder so. Vor allen Dingen, wenn ich da einen behalte, ist okay, aber ich brauche halt keine 2, 4, 6, ich brauche halt keine 10 Stück oder 9. Dann habe ich hier noch ein paar normale M6 Gewindeschneider, auch alles von Protex und ich glaube teilweise auch von Fette. Dann habe ich jetzt hier noch 8 M8 Gewindeschneider. Also die hier sind ein bisschen gebraucht, aber die mit Titanhydrid hier, die sind noch super. Ja, dann habe ich hier noch so, sind noch, glaube ich, waren glaube ich noch 4. Noch 4 M10 Gewindeschneider dabei, dann M8x1. Also hier waren jetzt noch so ein bisschen Schrott in der Kiste, da sind noch ein paar Bohrer, ist aber auch nichts Dolles, irgendwas was erwähnenswert wäre. Aber hier ist noch so ein Körner war noch inklusive, da könnte man den Bart hier hinten noch ein bisschen abschleifen. Und was hier auch noch dabei war, waren so 5/16 UNC Gewindebohrer. Ja, brauche ich jetzt auch nicht, aber es schadet wahrscheinlich nicht, wenn die irgendwo in der Ecke hinten rumliegen und man weiß, dass man es hat. Irgendwann braucht man es bestimmt mal. Das war es jetzt auch schon im Großen und Ganzen, was die News angeht. Also was noch ein paar YouTube-Kommentare einfach angeht. Da gab es halt ein paar Kommentare hier zu der CNC-Fräse. Dass ich einfach hätte so einen Abschmiernippel benutzen. Ja, kann man machen. Ich persönlich finde aber immer mit den Abschmiernippeln, da geht so viel daneben. Ist immer ein bisschen Sauerei. Ich mag die einfach nicht. Ich habe einfach so einen Druckluftstecknippel da eingebaut. Ich meine, wenn das jemand nachbaut und dem gefällt das so nicht, dann kann er ja da gern einfach so einen Abschmiernippel einbauen. Das ist ja kein Problem. Das funktioniert genauso. Man muss auch natürlich dann nicht seine Fettpresse hier umbauen, aber das war in meinen Augen, war das jetzt auch nicht viel Aufwand. Ich habe da ein Gewinde drauf geschnitten, diese Hülse gedreht mit zwei Gewinde drin und dann das einfach aufgeschraubt. Das war eine Viertelstunde Arbeit und dann war das erledigt. Aber dafür habe ich jetzt in Zukunft einfach weniger Sauerei mit dem Ganzen und für mich ist es egal, ich kann das halt auch so abschmieren und ich habe ja auch noch diesen zweiten Adapter für meine Fettpresse, bei dem ich dann das Ganze halt nachher wie vorher auch nutzen kann. Also von daher, ich habe da nichts verloren, ich finde es aber so einfach persönlich komfortabler, wer das halt nicht so findet, ist okay. Und hier auf diese Schienen kommen natürlich nachher auch noch diese Abdeckkappen drauf, habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht, weil das Ding ist jetzt so wie es ist, sau schwer, also ich schätze 50 Kilo hat das Ganze. Und ja, ich muss das auf jeden Fall nochmal zerlegen, oder ich habe es vor nochmal zu zerlegen, werde das Ganze nochmal neu zusammenbauen, wenn es nachher in der Fräse drin ist. Und dann kommen natürlich auch erst diese Kappen hier drauf, weil die Kappen kriegt man nicht mehr aus diesen Senkungen raus. Die sind dann verloren, die muss man so richtig rauspiedeln mit so einer Spitze. Und die sind halt kaputt, dann muss man nochmal neu kaufen. Wäre ja jetzt Quatsch gewesen, das jetzt einzubauen. Aber ihr habt da schon recht, also da müssen auf jeden Fall solche Kappen drauf, weil da muss nur euch irgendwie eine Schraube oder irgendetwas hier in diese Senkung reinfallen. Dann blockiert das Ganze und dann reißt ihr euch hier einiges kaputt. Wird dann teurer Spaß. Muss nicht sein. Also da wirklich nicht an diesen 3 Euro für diese Abdeckkappen sparen. Und zusätzlich habe ich halt auch noch vor, hier vorne so einen Faltenbalk anzubringen. Den werde ich aus Teichfolie machen. Den werde ich den so ziehharmonikaförmig irgendwie mit Heißluft füllen oder mit einem Bügeleisen irgendwie in Form bringen. Wie das genau geht, weiß ich noch nicht. Da wird sich aber wahrscheinlich irgendeine Lösung finden. Jo, aber das Ganze war es dann jetzt soweit. Großartig, sonst Neues gibt es nichts. Es wird weiterhin neue Videos geben. Aktuell noch ein bisschen zur CNC-Fräse. Es sind jetzt halt 3 Videos der CNC-Fräse hintereinander.
weil ich jetzt hier stark, sehr stark daran gearbeitet hatte und hat für andere Videos einfach keine Zeit oder für anderen Kram. Es wird aber auf jeden Fall jetzt noch was kommen zum Bandschleifer mit diesem Radienschleifer in den nächsten Wochen. Es kommt ein Video, wie ich die Drehmaschine nochmal ein bisschen sicherer mache. Da kommt auf jeden Fall jetzt ein Notaus dran und sonstige Sachen. Das seht ihr dann aber genauer in dem Video. Und wenn ihr hier meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann bitte ich euch doch, dann kauft das doch bitte über die Links, die ich unter meinem Video verlinkt habe. Weil so kriege ich eine kleine Provision und durch diese Provision kann ich hier halt meine Projekte auch ein bisschen besser verwirklichen. Das bezahlt mir bei einem Projekt leider noch nicht mal ansatzweise, aber trotzdem wäre es halt irgendwie cool. Ich habe aber halt auch nicht vor, irgendwie jetzt hier eine Patreon-Kampagne zu starten oder PayPal-Spendenlink oder sonstige Sachen zu machen. Ich finde, das mag ich nicht. Aber trotzdem, wenn ihr mich hier so ein bisschen indirekt unterstützen wollt, einfach für die Sachen, was ihr über Amazon und eBay kauft, das ist für euch nicht teurer. Aber trotzdem bekomme ich quasi eine Provision und ich glaube, damit können alle gut leben. Ich hoffe, das Video war interessant und ich denke, wir sehen uns am Samstagabend, 19 Uhr. Dann geht es weiter hier mit der CNC-Fräse.